Hey ho und herzlich willkommen zu Chibinets Multiplay! Multiplay! Juhu! Mit Helferlein und Loro. Hallo! Mal wieder bei Pokémon Rot und wir sind im Mondberg vor den zwei Fossilien. Die Frage ist, welches nehmen wir? Jetzt nachdem wir den bescheuerten Streber hier besiegt haben, der sich die ganze Zeit auf den Fersen dreht. Aber es macht so Spaß. Wir haben das Dom-Fossil das Helix-Fossil. Aber wir sind uns jetzt wirklich sicher, dass das Helix-Fossil jetzt das Ammonitas. Wir sind uns zu 100% sicher. Sehr sicher. Wir haben... Ich kann es gerne nochmal nachschlagen. Ja, wir schlagen das jetzt bitte nochmal. Live und Stage. Dom und Helix irgendwie hinter... Helix nicht eigentlich dieser DNA-Strang? Ja, also rund. Doppelhelix. Genau, das ist eine Doppelhelix. Vom Helix-Fossil kommt Ammonitas. Und vom Dom-Fossil kommt Kabuto. Aber hat Dom irgendwas mit Genetik zu tun, der Begriff oder so? Schlag doch nach in deiner Enzyklopädie. Oh, da muss ich jetzt aber schwer schleppen. Nee. Ich glaube, das ist eigentlich auch nicht so relevant. Aber ich will das coole Flügel... Flügel? Nein. Übrigens nicht. Nee, nein. Das war Aerodactyl. Genau, das gibt's schon. Aber das Ding bei Dom, das sieht gefährlicher aus. Das finde ich cool. Also das ist eine Schnecke. Das Kabutops. Das aussieht wie eine Schnecke, ist cool. Das ist wahr. Gary aus SpongeBob ist eine Schnecke und die ist cool. Guck nach. Ich mag kein SpongeBob. Ich auch nicht. Komm, wir gehen. Ja, wir gehen zurück. Kabutops sieht doch toll aus, das könnte aus Godzilla sein. Das ist wahr. Und wo kriegen wir den her, mit den Kollegen da? Das weiß ich doch nicht, wie liest man den? Aerodactyl, dann muss ich das Altbergenstein Fossil, den Altbergenstein muss ich dann vom Marmoria City Museum holen, dafür brauche ich aber einen Zerschneider, das kriege ich ja später. Kannst auch gar nichts. Nee. Das, wo wir endlich auch. Lass uns das Kabuto-Dings da nehmen. Das Dom-Fossil. Das Dom-Fossil, letztes Wort. So, Rot erhält das Dom-Fossil. Also eigentlich hatten wir uns ja auch schon geeinigt, gerade wir wussten jetzt noch nicht. Okay, dann gehört das hier mir. Schön. Yay. So, und damit endet der heutige Tag. Jetzt ist es auch schon spät, aber egal, mal weiter. Waschen, ausziehen. Jetzt sind wir aus der Höhle raus! 150 Sammelsticker. Sticker bei? Ja, in meiner Komplettlösung waren Sticker bei. Wir haben ja gerade die alte Komplettlösung rausgekramt. Ja, auch 20 Jahre alt und 20 Jahre. Sieht man den Ding definitiv an, ja. Nicht so gut gepflegt, aber sehr oft benutzt. Ja, was heißt nicht so gut gepflegt, dass du nur 20 Jahre alt fühlst? Und du glaubst, du hast das Spiel öfter als einmal gespielt. Definitiv. Und das Ding wahrscheinlich zwischendurch mal gelesen. Ich hatte den Pokédex komplett. Was haben wir denn hier? Ja, hatte ich. Wirbelwind. Du hast es geschafft. Mit dem Linkkabel. Ja. Mit dem Linkkabel, man sollte... Mit dem Russland damals noch Freunde einladen. Ich wollte gerade sagen, Freunde einladen oder machen wie ein Kumpel von mir, der hat das Spiel sich mehrmals gekauft und immer mit sich selbst getauscht. Also Rot und Blau gekauft. Damit er von Anfang an alle drei Starter hatte und. Oh je. Genau. Oh je. Dann habe ich doch lieber... Liebe Grüße, wenn du das hörst und dich wiedererkennst. Wenn du weißt, wer du einer Mensch. Der eine Mensch. Was gibt's hier eigentlich für Viecher? Oh, wo sind wir denn überhaupt? Grasmoor. Wir sind auf Rot. Oh! Ich glaube, wir sind auf Rote 4 schon. Hatten wir schon den politisch korrekten Witz gemacht? Nein, das kommt noch. Das kommt noch? Das kommt noch. Liebe Kinder, ignoriert, was ich gesagt habe. Das kommt noch. 20 Jahre alt ist das Spiel. Haben wir schon Geschichtsunterricht hier. Furchtbar, ne? Damals. Richten wir uns an unseren weiteren Sponsoren, den History Channel. Staub. Diese Folge wird präsentiert von Staub. Staub. Ich dachte, hier kommt noch ein neues Pokémon, aber hier kommt nichts. Hier sind noch dumme Radfratz. Ich mag keine Radfratz. Warum ist es lila? Häufig. Aber das war schon immer lila. Ja, ich weiß, aber warum? Warum wird das braun, wenn das größer wird? Das meine ich.
Weil sich in der Kanalisation mal verirrt hat. So, was hat sich Punkt! Dreck und Flusen. Ja, nennen wir es so. Wir können hier gar keinen Retter anfangen. Wieso können wir keinen Retter anfangen? Ach nee, stimmt gar nicht. Hier gibt es Retter. Sander anfangen. Genau, hier gibt's. Aber Sander ist so süß. Das ist so niedlich. Und ich mag Vandama. Oh. Das gab's im Größer. Genau. Oh Gott, was ist das für ein niedliches Buch? Oh, das ist ein Nidorin-Weiblich, was auf die Schnüsse geflogen ist. Oh, guckt euch das Bild alle an, es ist total süß. Oh, ist das süß? Sag mal, wie süß das Bild ist. Ja. Das ist so süß. Ach, wenn ihr das sehen könntet. Ich werde es, glaube ich, abfotografieren. Oder und ihr holt euch den... Nein? Ich werde es abfotografieren und bei Facebook zeigen. Oh, geht auf die Facebook-Seite. Genau. Oh, 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 oh! Juhu! Du klingst wie der bekiffte Frosch. Von Jamba. Aber so sah es ein bisschen aus. Nicht so gut, Dexter. Das sieht ja voll komisch aus. Aber wie schnell das geht. Ich habe das Gefühl, bei den nächsten Generationen dauert das noch voll lange. Die Entwicklung irgendwie 3 Minuten gefühlt, die Animation, ne? Und bei Schwarz-Weiß war das so extrem. Vorsicht! Gleich wird eine Animation beginnen. Wahrscheinlich könnte sich dieses Pokémon, was du gefangen hast, es ist das da, hier, guckst du dir nochmal an, ja, sich entwickeln. Guck dir nochmal genau an, wie es jetzt aussieht. Genau. Gleich dann drücke anders mal aus. Es sei denn, du willst es nicht, dann drücke auf den Knopf. B. Diesen Knopf hier, der mit dem B. Neben A und neben C gibt's nicht. Start. Den anderen Knopf. Ja, später gibt es ja noch XY-Knöpfe. Weil hier einfach alles blau ist, ne? Ja, ist ja auch Azuria City. Ja, aber Azuria, es ist einfach so, ansonsten gibt es da nichts, nur blau. Es gibt keine anderen Farben, kein Rot, kein Gelb, kein ich blau. Ich finde das cool, nee, dass man das mit dem Game Boy Color so gemacht hatte. Ne, wenn man jetzt in die Wildnis geht, hier schön alles grün. Und dann Ortsgrenze, zack, blau. Ich finde das schön. Auf dem Ur-Gameboy gespielt, da ging das nicht. Ja, Pech. Er ging das schon, aber man hat es nicht gesehen. Was hat ein Glutex so einen schönen Eintrag? Ein Flammen-Pokémon. Das ist 1,10 Meter. 10 groß, okay. Das geht ja noch. Wenn Glutex so mit seinem Schwanz schwingt, steigt die Temperatur ins Unermessliche. Hör auf zu lachen da hinten. Ich schmunzte. Aha. Was hatten wir jetzt? Ich hab Pepsi gerade gelegt. Sleepy. Erfrischend. Ja. Hallo Pepsi, ne? Hier? Geld. Wir arbeiten gern für Geld. Ja. Du hast. Sagte er, als er gerade eine Coca-Cola trank. Ausnahmsweise mal. Der Kaffee ist alle. Nidoking, dieses Pokémon benutzt im Kampf seinen kräftigen Schwanz, um damit Gegner K.O. zu schlagen. Hör auf zu schmunzeln! Niveau! Kinder! Ach, halt's auf. Mich ärgert's nur, dass es 1,40 Meter ist. Ich war auch mal 1,40 Meter. Ja, aber es ist so ein episches Vieh! Episch! Und dann ist es 1,40 und wiegt 62 Kilo. So. Ja, das will man auf den Arm nehmen und kuscheln. Ich bin schwerer. Ich auch. Das musstest du jetzt nicht unbedingt laut sagen. Doch. Das mussten wir jetzt zugeben, um die Illusion zu rauben. Ja. Hallo, kleine Mädchen, die ihr das guckt, ne? 40 Kilo ist zu wenig für erwachsene Leute. Natürlich, 62 für erwachsene, ausgewachsene Frauen mit 1,70 Körpergröße auch, aber... 62 Kilo? Ist in Ordnung. Ist okay. Oder? Ja, gerade. Ich kann mir das jetzt nicht vor Augen vorstellen, wie das ausschaut. Ich sag eigentlich immer, also das heißt so als Faustregel für ein gesundes. Ja, man hat Gewicht. Mal so irgendwie ja, sehen. Die beiden reden, gehe ich mal einkaufen. Ja. Sprich 1,70 Meter. Also 1,70 Meter sind 60 Kilo als Wohlfühlgewicht. Nennen wir es mal Wohlfühlgewicht. Wohlfühlgewicht. Genau. Ich finde aber zu dünn sollte man definitiv nicht sein. Ja, aber dieses Nidoking sah jetzt aber nicht so aus, als ob es mit seinen 1,40 da 62 Kilo wiegen würde. Das ist wahr. Und nächste Woche wird vor allem sich so gepanzert, wie es ist. Topmodel. Nein, definitiv Frist nicht. Klum. Ja, oh bitte, bitte, tut mir das an. Ich möchte das unbedingt erleben. Ich mag die Frau nicht. Nach einer Viertelstunde hat er wieder Hunger. Habe ich jetzt aus Versehen Schutz gekauft? Was ist Schutz? Nein, gut.
Gott sei Dank. War da oben gerade ein Polizist vor der Tür? Ja, da war ein Polizist vor der Tür. Warum das denn? Der muss da. Ich wollte da hin, aber ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen. Ja, sonst, sonst wären hier wichtige Inhalte. Genau. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter den abscheulichen Verbrechen. Oh nein. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Was ist das nur für eine Polizei? Wir haben keine zwei Pokémon. Übrigens, ich kann den Gegner, den Schurken schon sehen. Der ist da oben, ihr Trottel. Ich bin der Schurke. Schick den 10-Jährigen. Moment, sind die Polizisten ihre männliche Polizisten? Oder? Also, er sah mir da schon etwas männlich. Weil im Anime sind das ja auch die... Es sind immer... Schwester Joy... Officer Rocky. Officer Rocky. Die sahen doch alle gleich aus und hießen auch alle Rocky. Nein, Rocco hat immer den Unterschied erkannt zwischen allen. Naja, die eine hat einen 2 Zentimeter kürzeren Rock als die andere und... Die eine ganz besondere in der und der Stadt, die trägt auch das Parfum. Ja, schön. Die eine hat eine Lachfalte irgendwie hier ein bisschen da und Oh, ist das blau? Ja! Hi, Rot! Du bist also immer noch unterwegs! Mir geht es bestens! Ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen! Zeig mal, was du gefangen hast, Rot! Von mir aus. Wir haben ein episches Opfer im Team. Yeah. Irgendwann. Oh, der hat einen Tauboga. Warum hat er denn einen Tauboga? Auf den Plätzen war mit unserem Pikachu. Könnte man. Das hat diese epischen Animationen und sich bewegenden Pokémon. Ja. Fantasie. Fantasie und eine Frage der Perspektive. Oh. Fantasie! Oder wie? Ah, ich mag Tauboga. Jetzt ist es weg. Ernsthaft? Er hat eine Abra? Wo hat er das denn gefangen? Nein, das Schlimme ist, Abra ist so ein sinnloses Pokémon. Da könnte sogar Opferchen was tun. Opfer? Was? Abra kann sich nicht wehren. Abra kann... Er kann sich doch einfach wegteleportieren. Ja, er kann nur teleport, was in einem Kampf nichts bringt. Also ist der einfach nur darum, Erfahrungspunkte zu sammeln. Generell immer? Also kann aber ja, also wenn. Ich meine, in den späteren Generationen hat es wirklich einen Effekt, aber nicht in der ersten. Definitiv nicht. Guck mal, Attacke Schluck fehlt, keine Wirkung, gar nichts. Ja, da kann es sich im Kampf nicht mal wegteleportieren, wenn es ein Trainerkampf ist. Genau. Sollen wir noch mal kurz die Geschichte über den Rechtsstreit von Nintendo und Uri Geller reinwerfen? Ja, mir also, erzähl's. Boah, korrigier mich, ich kann das auch nicht alles. Kadabra hieß im Japanischen ausgesprochen Yuri Gera, was so halt ziemlich nach Uri Geller, dem Zauberer, klang. Das war ein Zauberer, der dafür bekannt war, dass er eben Löffel verbiegen konnte. Was Kadabra ja auch kann. Und Kadabra hatte einen Löffel in der Hand. Simsalabim, glaube ich, 2. Genau. Aber einen verbogenen Löffel. Simsalabim, 2 gerade Löffel in der Hand. Ja, doch. Jetzt hast du gesprochen, als gerade der Steppenroller hier vorbeigeflogen ist. oh, Shigi! Jedenfalls hat Uri Geller dann ja versucht, Pokémon zu verklagen und ist dabei gescheitert. Echt? Ja. Ich dachte, da kam irgendwas bei rum. Nö. Nein, gar nichts. Das Pokémon heißt immer noch Yulgera in Japan. Wie heißt das? Yulgera. So ähnlich. Ich kann es nicht wirklich aussprechen, aber es klingt schon sehr ähnlich nach dem. Fragt Google Bing Siri. Genau. Ihr könnt es ja bei PokeWiki oder Visa Fan oder was auch immer nachschauen. Oder Brockhaus. Oder Inkata. Ja. Oder den guten alten Pokédex. Oder Bücherei. Aber Shigi sieht da auch ein bisschen zermatscht aus. Fragt eure Liebe. Genau. Da ist ja hinten einer schon raufgetreten auf dem Schweif. Ja, ich glaube auch. Und vorne auch aus. Vor allem sollte sich mal entwickeln bei Level 17, meine Güte. Ja, Level 17? Ja, der hat das halt. Auf Level 17. Achso, jetzt Lowrun. Ja. Hey, schon gut! Du hast gewonnen! Das war's, ich dachte, jetzt will ich mehr. Ah. Soll ich dir was verraten? Ja. Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Cheater! Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Mhm. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken.
Okay. Naja, ich hau ab. Macht mal gut. Ich werfe mir Hustenbonbons eh mal ein. Ja, geh mal zum Arzt damit. Oh Mann. Der Arzt hat schon zu. Es ist so spät. Ich bin müde. Es gab doch noch keinen Tag. Und so. Stimmt. Es gab noch keinen Tag. Kein Kinder dürfen ja auch nicht bei Nacht raus. Eigentlich nicht. Die dürfen nur bei Tag. Alleine. Außer in der Welt der Pokémon. In der Welt frei rumlaufen. Ich sollte übrigens mal zum PC, weil wir das Domfossil noch haben. Dann kann man das da ablagern. Genau. Genau, wie wir es ja so kennen mit unseren Fossilien, die wir ja jeden Tag mit uns rumschleppen. Einfach auf dem PC lagern. Zack, bumm. Einfach in das. Ich schnappe mal eben ein leckeres Hustenbonbon. Möchte noch jemand? Danke, danke. Ich habe noch einmal. Gut. Diesen... Muss das sein? Ja. Hallo, da waren noch Kuchenreste drin. Willst du das noch essen? Nee, jetzt nicht mehr. Och man, ey. China ist. Wann entwickelt man Eis bekommen? Nee, Google hat uns immer noch jetzt überwiesen. Hunger, so ganz. So Nachtisch. Ach, wir sind jetzt auf der Nuggetbrücke, ne? Nuggetbrücke? Wie heißt so? Ja. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Träger besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Könnte es ein Nugget sein? Ja. Willst du dein Glück versuchen? Ja. Ernsthaft? Man läuft über eine Nuggetbrücke und bekommt einen mysteriösen Preis. Ein Goldnugget. Das wohl sein. Chicken Nuggets. Gesponsert von. Oh, keine Chicken Nuggets, solange wir Taubsi haben. I'm not a nugget. Taubsi sieht immer so aus, als ob es heulen würde, oder irre ich mich da? Ja, das ist dieser schwarze Streif, den es am Auge hat. Keiner möchte Chicken Nuggets, während man Taubsi sieht. Taubsi Nuggets. Dann ist mit dem ein mehr Grip. Vor allem ist es so klein, das kannst du ja so einfach in die Fritteuse reinstopfen. Keiner möchte Taubsi einfach so in die Fritteuse halten. Stippen. Auch nicht stippen. Und daraus stimmt, kommt das recht ein Nugget. Ein Nugget pro Taubsi. So Hunger! So brutal! Jede Fritteuse, das war. Oh, wow, du bist gut! Oh. Und kalt! Hunger! Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst! Guck mal, lernt man sogar noch erzählen, ja. Wann entwickelt sich Taubsi? Ich hab das total vergessen. Gar nicht. Taubsi gegen Taubsi. Wäre gewinn. Episch. Und so ist. Will ich doch schwer hoffen. Ciao! Heute machen wir unsere Musik. Ja, ja. Vor allem mit dem Bonbonpapier, ne? Ja, mit dem Bonbon in der Schnüss ist das schwieriger. Level 8. Level 18. Kabusch! Weg! Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Jetzt haben wir Nidoran weiblich vor uns. Oh. Lassen wir mal Big Daddy ran. Es sieht doch aus wie ein kleines blaues Meerschwein. Nee, das sieht aus wie ein Sparschwein. Ein Meerschweinchen. Weg! Sei ruhig, du magst auch Meerschweinchen. Jetzt ist es weg. Boah, wie konnte ich nur verlieren? Entschuldigung, das klang zu euphorisch. Wie konnte ich nur verlieren? Ja, Pech. Ja, nee, nur. Ich helfe gar nicht. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Hui! Die klingen so wirklich alle gleich. Mach du das mal mit Bonbon im Mund. Und ich weiß auch nachher nicht, was das für ein Typ. Vorher, was das für ein Typ ja, ist. Die sehen ja alle gleich aus, egal. Das ist leider ziemlich schade. Was Teenager. Das heißt ziemlich schade. War halt, ne? Eingeschränkte Grafik, ne? Nein, wir können ja schon froh sein, dass da. Dass die Mädchen Zöpfe haben. Haben sie? Ja. Ja. Alle. Auch die eigentlich kurze Haare. Sie haben Zöpfe. Auf der Oberwelt. Was gibt's noch? Taucher und Archäologie? Ja, aber die haben trotzdem dieselben Köpfe. Die sehen ja wirklich alle gleich aus hier. Ein Rettern!
Nehmen wir Gru. Nee, Dodo. Nehmen wir doch Nido, Nido King. Papa, das wird hier gerade schmählichst. Aber das haben wir nicht auf den Computer geschickt. Das behalten wir im Team. Ja, hab ich gesagt. Das, was du im Team behalten möchtest, ja, ist sehr nett. Sehr nett. Bis du es entwickelt hast. Oder hier. Dann will es ja keiner mehr haben. Ist ja so. Also es ist nicht mehr das legendäre Carpador. Es gab doch hier schon diese Farm. Die Pension, genau. Pension kann man doch da abgeben und für ein Eingeld dann. Ja. Hallo Google, zahlst du uns die Entwicklung? Stimmt. Kausch. Da muss ich das wirklich gleich bei der Pension. Achso, das war jetzt ein Kerl, ne? Aber hat er eigentlich von uns einer gesprochen? Ja, du. Das ist ja der Teenager. Okay. Eiskalt erwischt! Ich bin so cool mit dem Cappy. So, Frau! Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Ja. So müde und Hunger. Und kalt. Hallo, Vogel. Wusch! Oh, dieser epische Kampf, der verfolgt mich dieses Taubs gegen Taubs. Nein! Ja! Bumm! Und tschüss! Oh. Ah, immer noch nicht Level 18, verdammt! Ja, wir möchten wechseln. Ja, dann nehmen wir das wohl besser. Jetzt Nager gegen Nager. Oh, hat nicht so viel gemacht. Hä? Gerne. Was ist was für ein Typ? Gift? Aber dann scheint es ein. Nee, mir geht's mehr um Elektro. Ja, das ist ja egal. Aber es scheint einfach einen höheren Verteidigungswert zu haben. Ist ja auch okay. Ist ja trotzdem besiegt. Wow. So. Yay. Level 16. Schön. Rumdruck. Geht doch. Ah, okay. So, Göran. Ja, aber auch verloren. Und der Kerl. Ja, erstmal heilen, ne? Vielleicht sogar zwei. Wir haben's ja. Wir haben ja erst 500 Poké-Dollar für Carpador ausgegeben. Für Opfer. Ich meine, ich habe ja auch noch. Ja, genau. Ich habe ja auch noch CM Wirbelwind aufgegriffen. Eine total sinnlose Attacke. Was kannst du da? Also, wilde Pokémon werden aus dem Kampf gefegt. Ah. Das ist alles. Aber nur wilde. Man. Nur wilde. So, was ist das da für einer? Käfersammler. Ich bin Nummer 5. Dich mach ich platt. Oder ein. Hui! Ich finde die Effekte immer so toll. Ja. Oh, ein Ranger. Ein Pfadfinder. Damals hießen sie noch Pfadfinder. Das ist ja auch fast das. Oh, Gleiche. Ein Mankey. Ja. Der kommt gerade aus der. Seinen Namen zu buchstabieren. Genau. Sein Ausdruckstanz. Der wird gesponsert von McDonald's. Das kannst du auch von den Taubsi nicht so sagen. Das nimmst du dir nachher sehr übel. Komm, dafür darfst du dich auch gleich entwickeln. Entwickelte Taubsis, die werden nicht zu Chicken Nuggets verarbeitet. Das ist wahr. Das war zu viel des Guten. Ne? Vergessen, wie der Pfadfinder klang. Das war schon richtig. Auf Wiederkehr. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Yes! Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Ein Nugget. Ein Nugget, wer hätte es gedacht. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Nein. Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Nein. Wirklich nicht? Nein. Michel, war? Komm schon, werde Mitglied. Nein. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Nein. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Oh, der Pate. Der Dackel! Die haben echt einen Dackelblick. Vor allem was? Selbst wenn ich Mitglied werden
wollen würde. Ja. Theoretisch. Nur theoretisch. Natürlich würde ich mich niemals einer bösen, teuflischen Gruppierung anschließen, die die Weltherrschaft an sich reißen möchte und eventuell alle Pokémon unter sich versklaven möchte oder sonst irgendetwas. Also wirst du niemals YouTuber. Ganz nett, ne? Jetzt wohl. Ja, aber. Also wirst du niemals YouTuber? Nein. Auf keinen Fall. Kriegen wir dann so einen Thron aus Knochen oder so? Einen? Oh. Welche Farbe? Auf einem steht Montag, auf einem steht Dienstag. Ja! Level 18! Juhu! Montag im Februar. Montags im März. ja, aber ich habe ja noch nicht mal die Wahl. Also ich kann ja noch nicht mal Ja oder Nein anwählen. Selbst wenn ich es. Spiel wäre ja vorbei dann, aber. Ja, wäre cool. Es wäre schon ziemlich witzig. Pokémon Böse Edition! Ja, einfach wo du rekrutiert wirst. Boah, würde ich spielen. Hallo, ja, also hier Programmierer von Fanhex, das wäre doch was. Ja, also das wäre. Oder gibt's einfach das schon? Es gibt bestimmt. Ich muss mal schauen. Arg, du bist gut! Ja. Keiner sagt. Hey, Taubsi entwickelt sich! Bam, bam. Möchtest du es mal abbrechen? Zu spät. Jetzt sieht es auch nicht mehr aus wie ein Chicken Nugget. Ja, zum Glück. Naja, ne? Brust oder Keule? Jetzt sieht es aus wie ein Chicken Nugget, wo man noch ein bisschen was so abmachen muss. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Nee. Schon. Nee, danke. Ja, ich bin doch seit 2 Minuten Pokémon-Trainer. Ja, ich denke. Naja, ja, also Stunden. Mindestens schon seit. Ich glaube 5 Stunden. Hey, wir haben ein episches Tauboga. Yay! Schön, schön, schön. Schön, schön. Herrlich. Opfer, das freut mich. Ich finde, du wurdest in dieser Folge einfach wahnsinnig vernachlässigt. Ich würde sagen, ohne Opfer wären wir gar nicht so weit gekommen. Erfolgreich ignoriert. Körper, du Opfer, Opfer. Ja, kannst du mich ja mit richtig. Ja. Wollten wir mit dem noch nicht reden? Ja, das ist ein Trainer. Aber. Ich wollte erstmal gucken. Nein, ich wollte erstmal gucken, was hier zu fangen gibt. Oh, ein Hornio. Als ich zu Bibor war, das die Geschichte. Ja. Und als ich dich gefragt habe, ob wir es in Britannia bald fangen, hast du gesagt, nein. Nein, ich wollte ein Raupi. Aber dafür hätten wir ja blaue. Ja, da hätten wir. Blaue Edition. Blaue Edition gebraucht. Es gibt aber den Pokémon Heck, ne? Mit der braunen Edition, da kann man alle fangen. Soll aber auch schwer sein. Braun. Wurde mir so gesagt, ja. Was gibt's denn das hier zu fangen? Warum hast du es nicht wieder genannt? Es wäre dann blau. Achso, haben sie wahrscheinlich gerade blau und rot und grün gemischt. Ja. Okay. Quam! Ja, welche Farbe könnte denn, sagen wir mal, wenn es wirklich jetzt demnächst eine 7. Generation vorgestellt werden sollte? Welche Farbe sollte das denn schon haben? Wir haben nachdem ja die letzten Farben X und Y waren? Ja! Nein, das war ja eigentlich. Nehmen wir jetzt Kreis und Vier. Nein, es war ja wieder angelehnt an Rot und Blau mit X als. Als roter Vogel. Als roter Vogel. Doch. Quatsch. Y war der Vogel. Y als roter X war dieses Vogel. Komische Ding. Stimmt! X war das Ding, was aussieht wie hier aus Prinzessin Mononoke, da der komische. Ja, komische Entschuldigung, ich hab. Hirsch ist das Tier, genau, Hirsch. Hirsch ist das Tier mit dem Geweih, was du suchst. Mein Gott, die haben doch alle. Die haben alle ein Geweih. Ich wollte nur kurz in die Runde fragen, sollen wir das Kokuna auf Level 8 fangen? Oder lieber nicht? Mach kaputt. Okay. Warum frage ich auch noch? Stimmt, ja, Entschuldigung, ich habe X und Y verwechselt. Aber ich nein, aber war trotzdem im selben Spiel. Ja, aber es ist ja wieder eine blau und rot und grün. Stimmt. Mit Dreck. Mit Zyrgarde. Ja. Aber wir sind immer noch bei der Namensgebung. Ich meine, es war jetzt X und Y. Ja, natürlich. Ja. Natürlich, aber jetzt, ja, ich glaube nicht, dass die als nächstes mit Farben kommen werden. Aber ich kann auch nicht sagen, wie der Hirsch jetzt Alpha wirklich Omega heißt. Omega ist da auch wieder weg. Als nächstes kommt Pokémon Kartoffel- und Nudelsalat. Oder so. Mit Würstchen. Aber mit nur Würstchen ist dann so diese Platinum-Version oder gelb oder so. Mit Würstchen. Pokémon mit Würstchen. Ich glaube nicht. Heißmachwurst. Heißmachwurst, nicht Frühwurst. Egal, ja. Pokémon mit Würstchen. Das heißt jede Wurst.
Siedewurst, nicht Brühwurst. Ich dachte einfach nur Bockwurst. Nein, das, was du Bockwurst nennst, heißt woanders Siedewürstchen. Ach so. Wurde deswegen auch schon angeschrien. Oh, weil ich glaub's dir. Wie die Streichwurst und die Schmierwurst. Das kann man auch nicht miteinander verbinden. Nein, das ist auch was ganz anderes. Die eine kann man auch nicht streichen, die kann man nur schmieren. Die kann man nur schmieren. Und die eine kann auch nur... Gibt's hier überhaupt keine neuen Pokémon? Verdammt! Keine Hallo? Zivi Let's Play wird präsentiert von Wurst. Echt? Von Siedewurst. Fleischwaren. Wie Kartoffelsalat. Oder Nudeln. Was Guten Tag. Damit? Hallo. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Ja. Ach, weil er ein Stalker. Hui! Ich glaube auch. Oh, siehst du, ne? Passende Stimme für so einen Kerl mit so kurzen Hosen und Tennissocken. Der ist im Stimmbruch. Los, Ratz. Ja, der ist schon 12, der raucht ja wahrscheinlich den ganzen Tag. Das hat man doch oft bei den amerikanischen Tonspuren von Animes, dass die Protagonisten so extreme Whisky-Stimmen haben. Sind ja auch alle schon, weiß ich nicht, 12 bis 14 Jahre alt. Wirklich? Ich fordere dich heraus, ja. Haben wir wieder eine halbe Stunde rum? Ja, wir sind schon drüber. Die Zeit rennt! Ja, und Textu sieht von hinten aus wie ein orangenes Nilpferd. Ja. Vor allem, mit dem Hörnchen. Hatten wir das vorhin schon im Kampf? Nein. Nicht seitdem es Glutexo ist. Ach so, echt? Und ich hatte ja auch früher keinen Jumanda. Ich hatte immer mein Chigi. Ja, obwohl Shilok sah von hinten auch nicht gerade schön aus. Shilok sah von allen Seiten komisch aus mit diesen Flügelchen. Diese Flügelöhrchen. Wie Asterix. Ja, diese Flügelöhrchen, die danach wieder weg waren nach der nächsten... Und durch geile Knarren in den Panzer ersetzt wurden. Damit es dann durch den Mund spuckt. Stimmt. Ich habe wohl doch nichts gesehen. Mhm. Sie haben nichts gesehen, gehen Sie weiter. Bevor es noch mehr zu sehen gibt, gleich so eine Kaffeepause. Ich würde sagen, ich schnapp mir das Item, keine Ahnung, was das ist. TM45 augenscheinlich. 45? Donnerwelle. Sehr leckerer Kuchen. Mit Schokolade obendrauf. Du meinst Donauwelle, aber da hast du recht, das ist ja, gut, ich würde sagen, dann beenden wir den Part. Und backen jetzt, Donauwelle. Wir backen jetzt! Yeah! Ohne Strom, weil Google noch nicht bezahlt. So dunkel. So Hunger. So kalt. Meine Lieben, gebt dem Video bitte ein Däumchen nach oben, kommentieren und teilen, damit wir mehr Zuschauer haben, damit wir auch möglichst bald Geld von Google bekommen. Für Strom und Licht. Und Wasser. Und was zu essen. Und Wärme. Ja, Wärme. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. So Hunger.